Andreas Ebert mein Name, bin seit fast 25 Jahren jetzt als Geschäftsführer tätig in dem Unternehmen. Habe das auch mit gegründet. 1991 im Management Buyout gab es die Möglichkeit, Bauunternehmungen von der Treuhand zu erwerben. Sind inzwischen fast 30 Jahre am Markt. Unser Kerngeschäft ist eigentlich der anspruchsvolle Kanalbau. Da kommen wir eigentlich her aus den 90er Jahren auch. Wir sind auch zertifiziert mit der AK1, haben alle Rohrdimensionen, alle Rohrtiefen, die wir bedienen können. Des Weiteren haben wir eine Sparte Straßenbau, Asphaltbau. Wir sind dann im Rohrleitungsbau mit Wasser und Gas W1 und G3 aufgestellt. Und wir sind seit einigen Jahren im Hochbau und Bodenbau unterwegs, sodass wir also heute sagen können, wir können dem Kunden, wir können ihm eine Straße bauen mit allen Medien. Wir können ihm dann auch noch das Haus an der Straße bauen. Und wenn er dazu eine Brücke braucht, um zum Haus zu kommen, kriegt er die auch noch von uns. Also das ist schon ein Vorteil und macht eigentlich die ganze Sache sinnhaft. Strati Bau GmbH ist ein Unternehmen, das regional tätig ist. Wir arbeiten bis 80 bis 100 Kilometer um unseren Kirchturm. Schwerpunkt ist da aktuell logischerweise der jetzt neu gegründete, vor einigen Jahren gegründete Harzkreis und dann die Achse auf der A36, Alt A395 Richtung Salzgitter, Wolfenbüttel, Braunschweig. Ja, als ich angesprochen wurde vom Bauindustrieverband, mal eine Baustelle der Strati Bau vorzustellen, habe ich auch bewusst Braunschweig gewählt. Um zu zeigen, dass für die Unternehmen nicht an der Kreis- oder Landesgrenze Schluss ist. Wir müssen also andere interessante, für uns interessante Wege gehen. Wir haben das gemacht. Und mit Braunschweig, mit der Stadt Braunschweig und auch der Stadtentwässerung in Braunschweig verbindet uns hier inzwischen eine 20-jährige Zusammenarbeit. Wir sind seit einigen Jahren hier draußen am Flughafengelände tätig. Das ist auch sehr repräsentativ. Jetzt ist praktisch das Tor Braunschweigs ja zur großen weiten Welt. Es ist ja vor einigen Jahren die Landebahn vergrößert worden, sodass hier mit dem Airbus gestartet werden kann. Das ist aus meiner Sicht das Lob auch an die Stadtväter hier, dass man wirklich jedes Jahr, ich glaube, die nehmen jedes Jahr im Straßen- und Tiefbau hier 20, 30 Millionen in der Hand, um die Stadt zu entwickeln. Und das ist schon für uns als Firma auch durchaus interessant. Das sind also mehrere tausend Quadratmeter hochwertiges Pflaster und mit Gestaltungselementen. Und insofern ist es schon sehr repräsentativ und so ist eben auch die Gestaltung. Das ist also nicht 0815, wir haben hier anspruchsvolle Pflastersorten. Wir wollen hier überwiegend Pflasterstärken auf Kunststeinpflaster in einer Bauhöhe von 16 cm. Das ist schon relativ unüblich, das ist schon eine relativ hohe Qualität mit ausgesuchten Vorsätzen und Natursteinborden. Da achtet eben dann die Stadt Braunschweig auch darauf, dass wenn sie was baut, es wirklich auch hochwertig und langlebig ist. Ja, also hier wird nicht das billigste Produkt genommen, sondern wirklich auch entsprechend zertifizierte, ordentliche Lieferanten werden ja mit verwendet. Das ist so, ja. Ende 2018 haben wir begonnen. Wir werden in den nächsten Wochen fertig sein. Unsere Mitarbeiter machen hier einen sehr, sehr guten Job, sehr anerkannt. Machen hier Monatsleistungen von 400.000, 500.000 Euro. Und wer so am Bau tätig ist, der weiß, was es bedeutet, auf einer Baustelle im normalen Tiefbau diese Summen abzuarbeiten.